Wenn einer dieser Pumpen defekt ist, also hier sind zwei Kreisläufe, erstmal vielleicht dafür, diese Umwälzpumpen sind dafür da, dass warmes Wasser aus dem Boiler oder aus dem Tank oder aus der Therme schneller zu euch an den Duschplatz kommt oder an dem Handwaschplatz oder wo auch immer hin. Dafür sind die da. Die zirkulieren das Wasser, das Trinkwasser im System, um euch schnell Wasser, warmes Wasser zum Beispiel, zur Verfügung zu stellen. Wenn die defekt sind, dann merkt ihr das daran, wenn ihr sie anfasst und die sind so warm. Also nicht lau, also so richtig warm. Wenn sie richtig warm sind, ist das so, dass da drinnen, da ist ja eine Pumpe drin, die dreht sich. Und wenn die irgendwo aneckt oder wenn das Lager ausgeschlagen ist, dann kommt die halt auch mal an die Ecken dran und läuft nicht mehr gerade drin. Und dadurch entsteht Wärme. Diese Wärme könnt ihr von außen fühlen. Ihr könnt es auch so machen. Ihr nehmt ein Objekt, wie zum Beispiel einen, sagt mal schnell, ein Screwdriver. Haltet den da dran und dann hier euer Kopf dran, euer Ohr. Nicht der Gehörgang selber, sondern ein Knochenteil von eurem Kopf. Und dann solltet ihr es brummen hören. Wenn ihr es nicht mehr brummen hört und das Ding ist kalt, dann ist sie komplett am Arsch. Dann ist sie kaputt, defekt. Sie fördert kein Wasser mehr. Das merkt ihr auch daran, wenn zum Beispiel Wasser 3 Minuten braucht, bis es bei euch oben ist. Also nicht das Wasser selber, sondern das warme Wasser. Zweites Ding, wenn sie ganz warm ist, dann läuft sie heiß und ist kurz davor kaputt zu gehen. Drittes Ding ist, wenn ihr so ganz lautes Brummen hört, so, dann ist da auch ein Lagerschaden drin. Also das sind so 3 Sachen, woran ihr euch orientieren könnt, dass so eine Umwälzpumpe defekt ist. Aber ich glaube, das Einfachste ist, wenn ihr einfach merkt, ich brauche 3 Minuten, bis Wasser da ist, okay? Dann solltet ihr die ersetzen. Oder wenn ihr einfach eure Stromkosten senken wollt. Weil die alten brauchen viel, die neuen brauchen sehr wenig. Gut, jetzt sehen wir hier die alte Pumpe. So sieht sie aus. So eine Welle drin. Hier ist noch ganz warm. Sollte nicht sein. Das heißt also, sie wird nicht ganz rund laufen. Meistens, wenn ihr die ausbaut, machen die dann so oder sind auch hier vorne gesprengt etc. So, also so sehen die von innen aus. Da wird ein Magnetfeld indiziert durch Elektrizität. Dadurch wird eine Gegenpolung gemacht, also plus minus sozusagen hin und her. Magnetfeld wird aufgebaut, abgenommen. Dadurch dreht sich hier dieses Rad, was dann durch diese Schlitze, die sie hier hat, das Wasser transportiert.